So, hallo miteinander zum Regionalwärter für Vorarlberg am 7. Februar 2016. Ich melde mich da gerade aus Altach vom Alterie. Wie man hinter mir mehr oder minder gut sehen kann, ist der Föhn noch leicht am Werkler, wird aber jetzt nach und nach schwächer und zieht sich jetzt im Tagesverlauf allmählich in den Berg zurück. Und so geht später der Nachmittag, früher Abend, hört er zur Gänze auf und es kommen erste Regenschauer auf uns zu, welche oberhalb von gut 1000 Meter als Schnee fallen. Ja, das Föhnereignis, das wir hatten, war ein relativ kräftiges. Wir haben heute Morgen oder heute in der Nacht Windgeschwindigkeiten von 116 km/h, also in Wartschröcken zum Beispiel, oder 115 km/h am Karer. Was schon sehr beachtliche Windgeschwindigkeiten sind. Morgen Montag starten wir noch mit Restbewölkung in den Tag. Es wird jedoch nach und nach besser, also es kommt immer öfter die Sonne raus. Es kommt da im Tagesverlauf wieder Föhn auf. Es wird zwar nur ein ganz so starkes Föhnereignis, wie wir gerade haben, aber in der Berg wird der Wellenberg spürbar sein. Also wir rechnen mit Windgeschwindigkeiten so um die 80, teilweise sogar wieder bis 100 km/h. In den Tallagen von den südlichen Landesteilen wird auch der Föhn wieder spürbar sein. Wir rechnen eben morgen wieder mit Temperaturen, je nach Föhn, so um die 12 bis 14, eventuell sogar wieder 15 Grad, je nachdem, wie stark der Föhn durchbricht. Gegen den späteren Nachmittagabend kommen auch wieder Regenschauer auf und die Schneevergrenze wird aufgrund von dieser Temperaturen so eher im Mittelgebirge liegen. Am Dienstag gibt es vermutlich noch einmal einen kurzen Föhnpeak, das heißt am Vormittag, eventuell sogar noch bis am Nachmittag, müssen wir noch einmal mit leicht föhnigen Verhältnissen rechnen. Also es wird noch einmal recht mild, also wir rechnen noch einmal so mit gut 12 Grad etwa. Und ja, im Tagesverlauf hört dann aber der Föhn endgültig auf und es kommt eine kräftige Front auf uns zu und bringt recht kräftige Niederschläge. Die Schneevergrenze wird in der Nacht auf Mittwoch so gegen 600 bis 500 Meter sinken, eventuell sogar bis in die Tallagen. Aber das ist jetzt noch nicht ganz sicher, ob es für Schnee bis ins Rietal reicht. Wir behalten den Trend natürlich voll im Auge und halten ihn auf dem Laufenden. Ja, und am Mittwoch selbst wird es durchgehend bewölkt sein und immer wieder kräftige Niederschläge. Auf der Berg gibt es einiges an Neuschnee. Und ja, ob es jetzt ins Rietal auch schneit, können wir, wie gesagt, noch nicht ganz sagen. Aber wir schauen auf jeden Fall und hoffen, dass es noch ein paar Schneeflocken im Rietal gibt. Ja, es war so schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns am Donnerstag wieder und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Hemdsfrei, ciao miteinander.